Morgen. Herzlich Morgen. willkommen zu unserem nächsten Vlog unserer Jawohl. Kanarenreise. Wir haben heute auf Fuerteventura angelegt. Genau. Und ja, für uns geht es heute wieder mit dem AIDA-Ausflug los. Und zwar gehen wir heute in den Oasispark. Ja, das ist ein Tierpark, ein sehr schöner. Genau, zeigen euch ein paar Eindrücke davon. Das Wetter ist heute auch nicht ganz so gut. Wir hatten erst überlegt, an den Strand zu gehen. Aber ja, deswegen haben wir uns jetzt für den Oasispark entschieden. Genau, und wie es dann ist und warum wir uns entschieden haben, erfahrt ihr dann im Laufe des Videos. Viel Spaß! Wir sind dann circa 1,5 Stunden mit dem Bus zum Oasispark gefahren. Hier noch ein kleiner Tipp für euch: Wir haben diesen Ausflug im Ausflugsdeal bekommen. Dieser findet meist einen Tag vor dem eigentlichen Ausflug statt und hier könnt ihr für ein paar Prozente weniger ein paar Ausflüge buchen, je nachdem, was ausgewählt wird. Und wir hatten eben Glück, dass der Oasispark noch mit dabei war. Im Oasispark angekommen, könnt ihr euch dann eine Parkkarte downloaden oder es gibt auch an verschiedenen Stationen einfach noch analoge Parkkarten, wo ihr euch dann umschauen könnt, wo ihr gerade seid. Wir sind dann erstmal ein bisschen rumgelaufen und haben uns einen kleinen ersten Eindruck verschafft. In dem Park könnt ihr euch übrigens einige Tierinteraktionen buchen, wie einen Kamelritt oder auch die Lemuren-Experience, so wie wir es jetzt gemacht haben. Diese hat uns 15 € pro Person gekostet und man wartet dann an einem Meeting Point, bis einen der Guide abholt und zu den Lemuren bringt. In das Gehege dürft ihr nur eine kleine Tasche mit reinnehmen. Falls ihr noch irgendwie große Rucksäcke habt, könnt ihr die dann außerhalb auch einschließen. In dem Gehege selbst soll man sich respektvoll verhalten, man darf die Lemuren nicht bedrängen oder auch berühren. Es kann sein, dass die von sich aus auf euch draufspringen, dann ist es natürlich kein Problem, aber das ist eben denen ihr Gebiet, das sagt auch der Guide vorher noch einmal und ja, deswegen sollte man sie dann auch in Ruhe lassen. Hallo. Okay guys, so now that we are all seated, welcome to Madagascar. Ahora que estamos todos sentados, bienvenidos a Madagascar. Madagascar is an island from Africa which has the size of more than 3 times Fuerteventura. It's a very big place. And there they live all the different species of lemurs that exist. They are more than 100 different species. Like for example, the mouse lemur, which is the size of a small like a mouse. Or the giant lemur who could weigh more than 200 kilograms. But here we have a family of the most commonly known species of lemurs. That is the ringtail lemur. Pues bien, Madagascar es una isla de África. Stupid act, it's not true. I wanna do this, I wanna do that, I wanna do something else tonight. Yeah, nothing's really perfect, right? You gotta do the best you can. But you gotta do this shit. What you can learn. Another thing we can see is that long tails cover up in rings that give the name to the species. They have 14 black rings and another 14 white, and they only use them to balance. They cannot take things with a tail like other monkeys. They only use it for not falling down. Thank you.
Es werden einem wirklich sehr, sehr viele Sachen über die Tiere erklärt. Die Tiere werden gefüttert und man kann dabei zuschauen und natürlich auch Fotos und Videos machen. Die Experience hat rund 15 bis 20 Minuten gedauert und danach ging es dann für uns zu dem nächsten Highlight weiter, nämlich zu den Giraffen. Im Park könnt ihr an verschiedenen Stationen für 2 Euro Futterbeutel kaufen. Diese sind meistens mit Stroh gefüllt, jedoch gibt es an der Giraffenstation auch Futterbeutel, welche mit Obst und Gemüse gefüllt sind. Diese könnt ihr dann zum Beispiel an die Giraffen verfüttern, was wirklich eine tolle Erfahrung war und man auf keinen Fall verpassen sollte, aber seht selbst. Wir sind ja heute im Oasispark unterwegs und waren jetzt gerade schon bei den Giraffen. Die kann man nicht füttern, genauso wie die Kamele, die man hier hinten sieht. Genau, da kann man sich einmal so eine Snacktüte für 2 Euro holen. Hier haben wir eine mit so Stroh drin. Bei den Giraffen gibt es aber auch noch welche mit Äpfeln und Karotten. Genau, und dann kann man die sehr schön füttern, habt ihr eben auch schon gesehen. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir noch machen. Wir gehen jetzt noch zu den Elefanten und danach werden wir vielleicht mal noch eine Kleinigkeit zum Mittag essen oder einen kleinen Snack oder was trinken. Ja, und jetzt haben wir noch, wie viel Zeit haben wir noch ungefähr? Noch 3 Stunden ungefähr. Genau. Wir haben uns dann dafür entschieden, doch erstmal eine kleine Show anzuschauen. Die Show nannte sich Fauna und hier haben wir verschiedene Reptilien und Vögel gezeigt bekommen. Man darf aber nicht vergessen, dass es keine richtige Zirkusshow ist, sondern es dient einfach einem pädagogischen Hintergrund, dass die vor allem Kinder etwas über die Tiere lernen. Und deswegen ja, ist es eben keine Zirkusshow, sondern eher eine Show, in der man was über die Tiere erklärt bekommt und die Tiere gezeigt bekommt. Anschließend ging es mit dem Echo Drain für uns einmal um den Park. Dieser ist auch im Preis inkludiert und fährt dann verschiedene Stationen innerhalb des Parkes ab, wo ihr ein- und aussteigen könnt. Thank you.
Gegen Ende sind wir uns dann noch etwas zu essen holen gegangen. Hier haben wir uns für eines der beiden Restaurants entschieden, wo man sich das Essen holt und am Ende an der Kasse dann einfach alles bezahlt, also wie eine Art Buffet. Aber vergesst nicht, es ist wirklich sehr, sehr teuer. Ihr dürft aber auch euer eigenes Essen mit in den Park reinnehmen. Geschmeckt hat es uns aber trotzdem. Anschließend haben wir noch unser restliches Futter an die Tiere verfüttert und haben noch ein paar letzte Momente in dem Park genossen, bevor es dann für uns wieder mit dem Bus zurück zum Schiff ging. Zurück an Bord waren wir dann noch im Best Burger at Sea essen. Das ist ein Spezialitätenrestaurant, in dem das Essen im Reisepreis inkludiert ist und die Getränke je nach Getränkepaket extra bezahlt werden müssen. Ganz gleich einmal den Gewinn offenbaren und dann flippt das Publikum einmal kräftig aus, ja? Und dann könnt ihr gleich mal gucken, was ihr alle gemeinsam gewonnen habt. Ihr habt gewonnen. Das ist der Preis. Wird natürlich schön durch 4 geteilt. Kommt trotzdem allerhand zusammen. Der Bingo-Schein ist wieder raus, hör mal. Und eine Überraschung für die Frau ist auch noch drin. Für den Urlaub kannst du auch noch was ansparen. Ne? Also herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft gleich einmal mit unserer Kassiererin. So, dann kommen wir zum nächsten Fazit und wieder leider aus dem gleichen Ort. Wir haben leider nichts Leiseres jetzt auf die Schnelle finden können, aber es echt versucht. Genau, und auch wieder einen Tag später. Ja, also genau. Wir waren jetzt eigentlich schon auf der nächsten Insel. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn wir andere Sachen oder so anhaben. Genau. Manchmal schafft man es einfach nicht, weil man abends halt ja auch seinen Urlaub ein bisschen ja, ausführlich genießen will oder einfach ins Bett fällt. Genau. So, also wie ihr jetzt im Vlog gesehen habt, waren wir im Oasis Park mit AIDA, haben den Ausflug gebucht. Ja. Beziehungsweise an sich bucht man den Transfer und bekommt das Ticket dazu. Es gibt wohl vom Oasis Park selber auch einen Shuttle, aber da sind die Fahrzeiten, der ist im Ticket auch inkludiert. Also man könnte es auch günstiger haben, wir haben jetzt 79 Euro bezahlt und im Ausflugsdeal 15% weniger. Mhm. Aber die Shuttle-Zeiten vom Oasis Park sind etwas knapp und es können dann nicht reichen, dass man aufs Schiff kommt. Ja, also der fährt halt erst kurz nach 5 ja. Und wir haben nur bis um 19 Uhr. Kriegen, ne? Und wenn man dann halt um 18.30 Uhr an Bord sein muss, der fährt ja auch nicht vom Schiff direkt ab, sondern halt vom Puerto del Rosario. Also, genau. Ja. Deswegen war es sicherer, so zu buchen. Genau. Also, wenn ihr das auch lieber sicher haben wollt, dann ist die AIDA-Version auf jeden Fall die sichere Version. Ja. Genau. Und dann zum Park selbst. Wirklich, wirklich toll. Ich war da noch nicht. Du warst da schon mal. Ja. Ich war sehr positiv überrascht. Es ist deutlich mehr als irgendwie ein Zoo. Es ist auf jeden Fall mehr als ein Tierpark, in Anführungsstrichen deutlich größeres Gelände. Und ja, müssen wir sagen, es war so ein Ausflug irgendwie in seine Kindheit. Ja. Und das kann man tatsächlich auch als Erwachsener, glaube ich, tun. Und ich glaube, mit Kindern ist das auch ganz toll. Ja, lustigerweise saßen bei uns im Bus nur 2 Kinder. Ja. Der Rest war alles erwachsen. Ja, also kann man auf jeden Fall machen. Fuerteventura hat halt generell nicht so viel zu bieten. Es gibt viele schöne Strände auf jeden Fall. Aber da war halt morgens das Wetter noch nicht ganz so toll.
Und es war halt auch sehr windig und deswegen, also wir brauchen es halt relativ warm, um ins Meer zu gehen. Vielleicht ja. Bei anderen Leuten ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ja, wir frieren beide relativ schnell. Deswegen haben wir uns dann einfach dafür entschieden. Ja, ein anderer Ausflug wären auch noch die Piratenhöhlen. Die hatten wir uns auch noch überlegt. Genau, muss man einfach schauen, was man am liebsten macht. Aber wir dachten, noch mal ein paar Tiere zu sehen, wäre eigentlich ganz schön. Ja, ist dann auch gut ausgenutzt. Alles habt ihr ja auch im Vlog ja auch gesehen. Und wie gesagt, das war einfach so, das ist so ein Backflash in frühere Zeit, irgendwie in die Vergangenheit. Und, und Tiere sind ja immer toll. Und das in dem Fall auch hier wieder kurz noch zu sagen, man hat das Gefühl, dass den Tieren das ganz gut geht dort. Das ist nett, dass sie auf jeden Fall große Gehege haben. Die Frage ist natürlich immer, wie groß muss das Gehege sein? Das ist anderes Thema, das muss man gerade aufmachen. Aber zumindest wieder kein Schick irgendwie angefüttert. Vor allem bei den Lemuren hat man das gut gesehen, genau, dass die tatsächlich jetzt nicht wie in anderen Ländern dieser Welt dann einfach nur auf die Menschenreagierung was zu essen zu bekommen, sondern mir war denen eigentlich vollkommen egal. Ja, die saßen einfach da, haben ihre Yoga-Übungen in der Sonne gemacht. Genau, zu den Interaktionen noch. Also es gibt Verschiedenes, was man da machen kann. Manches muss man im Voraus reservieren. Es gibt ja auch Interaktionen mit Giraffen oder Elefanten. Ne? Ja. Die kosten aber sehr, sehr viel Geld. Da geht man halt wirklich dann auch ins Gehege rein. Ist eine ganz kleine Gruppe. Wer das machen will, kann das dort auch machen. Ansonsten gibt es noch die Lemuren-Interaktion, die wir gemacht haben. Die hat 15 Euro gekostet. Und dann könnte man auch noch Kamelreiten machen. Ja, das sind die Aufpreissachen. Und dann gibt es aber noch verschiedene Shows will ich es gar nicht nennen, weil eigentlich werden da eher die Tiere vorgestellt. Ja. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Zirkusshows, sondern wir waren bei der Fauna-Show, da werden einfach verschiedene Tierarten vorgestellt und zum Beispiel die Vögel werden da auch frei fliegen gelassen. Also es ist keine Zirkusshow, sondern einfach so ein bisschen... Auf der Webseite steht auch was von pädagogischer Bildung. Genau, halt Kinder oder jüngere Zuschauer, natürlich vielleicht als Erwachsene auch noch was, einfach bis weiterzubilden. Ja, und die sind auch im Preis dann inkludiert. Genau. Was es auch noch gibt, wären, glaube ich, die Seehunde. Ja. Die waren bei uns jetzt aber nicht mal in ihrem Gehege. Die waren wohl irgendwo separat aus medizinischen Gründen. Genau. Ja. Was ich auch richtig finde, dass man dann die Tiere da dann rausnimmt, aus welchem Grund auch immer. Ja. Von dem her. Genau. Alles ist angleichen ein gelungener Tag. Ja, total. Und wer da Bock drauf hat und mal was anderes sehen will, wie vor allem Natur, die man ja in Kanaren viel sieht, finde ich das Richtige. Und kurz noch zur Zeit vor Ort. Also uns haben die 5,5 Stunden total ausgereicht. Klar, man hätte auch noch auf jeden Fall noch eine Stunde länger bleiben können. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, die Zeit ist total knapp. Nee. Also man schafft eigentlich alles, was man sich so vornimmt. Muss ich auch nicht unbedingt abrennen. Also von genau, Tag. Kann gemütlich noch was zu essen holen. Genau. So, damit sonst habe ich für dieses Fazit und für diesen Vlog gewesen sein. Ja, genau. Ich hoffe, ein bisschen Einblick bekomme und bedanke uns immer fürs Zuschauen, freuen uns über Feedback und wünsche euch dann schon viel Spaß beim nächsten Vlog. Wir wissen, dass er gut war. Genau. Bis dahin. Ciao.